Wir haben ein Mediensystem, in dem jeder einzelne Mitarbeiter in seinem Zeitbudget und auch in seinen Finanzen über 20, 30 Jahre immer weiter eingeschränkt wurde. Der unmenschliche Stress, unter dem Redakteure heutzutage arbeiten müssen, ist ein Teil einer Medienführungsgesellschaft, die dafür sorgt, dass eigenständige Recherche, sauberes Nachdenken über Ereignisse, genaue Darstellungen geschichtlicher Hintergründe weder gewollt noch gefördert sind. Sodass wir letztlich es mit einer immer dümmer werdenden Informationsmaschine zu tun haben, die immer ungeeignetere oder immer weniger geeignete Informationen in die Breite bläst in solcher Dichte, dass wir sozusagen überlaut zugedröhnt sind mit Fakten, die es nicht wert sind, angehört zu werden. Das ist die Situation, und das hat nichts mit diesem berühmten Werk zu tun, wir amüsieren uns zu Tode. Das ist gar nicht das Thema, sondern wir werden ganz bewusst mit schlecht informierten Medien so stark beaufschlagt, dass wir ein Problem haben, uns dem zu entziehen. Im Sommer 2007 wurde die terroristische Bedrohung in ähnlicher Weise hochgezogen durch ein Gespräch in kleiner Runde zwischen Schäuble und ausgesuchten Medienvertretern, wo Schäuble eben gesagt hat, uns drohen jetzt terroristische Anschläge wie niemals zuvor, die Gefahr war noch nie größer seit dem 11. September und so weiter und so weiter. Und diese Medienleute vom Spiegel, von der Springerpresse, vom Tagesspiegel haben das 1:1 in Artikel übersetzt und keine kritischen Nachfragen mehr gestellt. Die US-Amerikaner haben angeblich E-Mails abgefangen im Herbst 2006 zwischen Pakistan, Afghanistan auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen Seite, wo schon von diesen großen Terroranschlägen der fabelhaften islamischen Dschihad-Union die Rede war. Und aufgrund dieser amerikanischen Erkenntnisse wurde in Deutschland eine riesige Aktion losgetreten, wo 500 Polizeibeamte praktisch ein halbes Jahr lang drei Teenager gejagt haben. Diese drei Jungen, die haben sich absolut dilettantisch verhalten, haben alle Regeln der Konspiration missachtet. Der Bombenbau sollte in einer Feriengemeinde im Sauerland erfolgen. In dieser Feriengemeinde sind normalerweise westdeutsche Rentner und andere rüstige Wanderer versammelt. Und da mieten die sich ein als sehr arabisch, sehr südländisch, sehr verdächtig aussehende Menschen. Die mussten auffallen wie die Panzerknacker auf einem Kindergeburtstag. Wie man es richtig macht, das weiß man ja von den RAF-Leuten. Man mietet eine anonyme Wohnung in einem anonymen Hochhaus mit Autobahnanschluss und nicht in einer Feriensiedlung unter deutschen misstrauischen Rentnern. Die Dummen und Fanatischen sind allgegenwärtig. Man muss nicht nach ihnen suchen. Man findet sie überall. Man kann sie sich aussuchen, benutzen und, falls nötig, auch töten. Und bei allem, was sie tun, denken sie, dass es genau das ist, was sie wollen. Wir hatten in Deutschland noch nie einen international geplanten Terroranschlag. Aber mit dir und den 82 Millionen neuen Terroristen müssen wir gut aufpassen, damit das auch so bleibt. Deswegen überwachen und speichern wir ab jetzt für 6 Monate alle deine Aktivitäten. Zum Beispiel, wen du anrufst und wann, an wen du E-Mails schreibst. Und warum? Und weil du Terrorist bist, darf das Bundeskriminalamt von nun an auch deinen Computer überwachen. Wir kennen deine Passwörter, verfolgen, mit wem du chattest oder stöbern in deinen persönlichen Dokumenten. Wir können alle Daten von deinem Computer herunterladen, verändern oder ganz neue abspeichern. Ein neuer Personalausweis, der unter anderem Fingerabdrücke speichert, mehr Überwachungskameras und noch viele weitere Überraschungen warten schon auf dich. Denn du bist Terrorist. Die westeuropäischen Gesellschaften sollen in Panik versetzt werden, sodass die westeuropäischen Demokratien sich sicherheitsstaatlich, polizeistaatlich verpanzern.
Freiheit statt Angst! Freiheit statt Angst! Wir haben nach allen diesen Terroranschlägen oder Anschlagsversuchen in den letzten Jahren radikale Einschnitte in die verbrieften Rechte des Grundgesetzes. Wir haben etwa nach 9/11 im Jahr 2001 die sogenannten Schiele-Gesetze, die sogenannten Otto-Kataloge, wo es um Telefonüberwachung geht, um das Verbot islamischer Vereine geht. Wir haben nach dem Anschlag in Madrid 2004 den Vorstoß zur Vorratsdatenspeicherung, wo unsere aller Kommunikationsdaten lange Zeit gespeichert werden, ohne dass wir darüber eine Kontrolle haben. Alles wissen die Behörden über uns. Und wir haben dann nach den Sauerländer-Festnahmen im September 2007 das neue BKA-Gesetz bekommen mit der Online-Fahndung und mit dem Recht auf den großen Spähangriff. Das heißt, die Polizei darf jetzt in Wohnungen hineinfilmen und nicht nur, wie das vorher schon der Fall war, abhören. Das sind alles Angriffe auf den Rechtsstaat von demjenigen, der ihn eigentlich verteidigen müsste, dem Innenminister. Ich habe 40 Jahre in einem Überwachungsstaat gelebt und meine, dass es schon notwendig ist, auf Schwierigkeiten zu verweisen. Und wenn in dem Maße die Leute überwacht werden, indem sie Kritik üben oder Missstände anprangern, dann sind wir offensichtlich keinen Schritt weiter. Keinen Schritt weiter. Viele Leute haben Vorstellungen, wie verändert werden kann, was besser gemacht werden kann, wie bürgerfreundlich regiert werden kann. Sie können mit Abgeordneten reden, sie können schreiben und das wird alles ignoriert. Die politischen Eliten und die Sicherheitsfachleute in Washington ebenso wie in Berlin wissen sehr gut, dass die westlichen Gesellschaften großen Erschütterungen entgegengehen und man sucht sich deshalb jetzt Möglichkeiten, mit einer unkontrollierbaren und verarmten Bevölkerung umzugehen, die vielleicht den Reichen und Superreichen ans Leder gehen will. Und dafür sind diese gefakten, erfundenen Terrorbedrohungen ganz gut. Wenn man Entscheidungen gegen die Mehrheit der Menschen fällt, muss man lügen und im Verborgenen arbeiten. Man muss die Leute nicht überzeugen, sondern deren Angst schüren. Und genau das ist die Funktion unserer Geheimdienste. Ich habe in den 90er Jahren als Spionin bei der britischen Spionagebehörde MI5 angefangen und schließlich die Arbeit beendet, um auf die dort herrschende Inkompetenz und die Verbrechen aufmerksam zu machen. Wir sprechen hier von großen Verbrechen.